Okay. Time to clear off now. This whole hospital is so quiet. So don't make any noise. Ja gut, das werden wir... Get the hell out of here. Ja, das werden wir doch irgendwie schaffen. Laken. Maybe I could... Aus dem Fenster? Leave a decoy Sean in the bed. Ach so, okay. Ich habe jetzt gedacht, damit will er sich so ganz cool aus dem Fenster abseilen. Okay, so, Fenster öffnen. Need a superhero to open that shit. Kann man da unten nicht irgendwas dran machen? Hope my last view of this world isn't this window. One stupid car. Der kommt aber nicht noch, nein, nicht noch auf die Idee, da ein Auto zu knacken oder so. It's dead tonight. Na gut. Works for me. Sieht auf jeden Fall echt ziemlich ruhig aus hier. Baugerüst. I could climb down the side of the building. Or die trying. Ja, doch, das ist doch schon ganz schön hoch. Ja gut, wir gucken erstmal, was wir im Zimmer sonst noch so finden. Es kann ja auch sein, dass es hier vielleicht mehrere Möglichkeiten gibt. Ich weiß ja nicht. Ruftaste, Körpernachahmen. Ja, dann mach das doch mal mit diesen wundervollen Laken. Es kann ja nur höchst realistisch aussehen. That looks so fake. Ja, total. Total. It might work for a second. So... Joeys Stift, können wir den mitnehmen? Ah, okay. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber wir werden schon eine Möglichkeit finden. Ach so, das ist ein Souvenir. Darunter nachsehen. Nada. Oh, da hört man aber schon Geräusche auf dem Flur. Vorhang schließen. Ja, Moment. Wir gucken erstmal. Wish I could just walk out. Personalraum. My backpack has got to be somewhere around here. Ach so, den müssen wir auch noch holen. I'm pretty sure the scaffolding leads into this room. Okay. Was haben wir denn hier? Fluchtplan. Let's see. I just gotta get past that locked door and an angry guard. Okay, Sacred Hope Krankenhaus, Redding, Kalifornien, Notfallfluchtplan, Etage 2. So, die Legende, Sie sind hier, primärer Fluchtweg, sekundärer Fluchtweg, Notausgang, Schalltafel, Feuerlöscher. Im Falle eines Feuers begeben Sie sich sofort zu einem Notausgang, benutzen Sie nicht die Fahrstühle. Folgen Sie dem Evakuierungsvorgang. Begeben Sie sich zum Sammelpunkt. Moment. Also, da bin ich. Er muss an dem Wärter vorbei. Der ist da ja jetzt logischerweise nicht eingezeichnet. Wie erkenne ich denn den Unterschied zwischen Primary und Secondary Exit Road? Das ist doch beides ein Pfeil. Naja, okay, auf jeden Fall... Muss er ja sowieso erst seinen Rucksack holen. Ah, Moment. Überprüfen. This one isn't screwed in. Der ist nicht festgeschraubt, ja. I could pull it off, aber das macht Lärm. It's gonna ja, be loud. Das glaube ich nämlich auch. Haltegriff, ja, der genauso. Ja. Yeah. That metal bar isn't going anywhere. Ja gut, das wäre eine Option, da ich aber echt davon ausgehe, dass es hier vielleicht mehrere Möglichkeiten gibt. Obwohl, Ruftaste, Vorhang schließen. Was? Can I have some privacy, please? Was? Da war der Text auf einmal weg. So, was bringt uns das? Öffnen, gar nichts. Ich überlege gerade, können wir die noch einstecken? Yeah. Thanks for the card, Agent. Can't wait to text you. Joey could
probably distract the guard dog. Joey könnte den Wachhund ablenken. Ja, kann er das jetzt? Nee, kann er nicht. Nee, wir brauchen die Metallstange. Ja, wenn ich jetzt den Joey rufe, mal gucken, ob er das machen würde. Weil jetzt gerade bringt es uns irgendwie nicht viel, ne? Können wir denn da ankommen sehen? Ja, und überprüfe deine Ziele. Ja, ist ja gut. Ich glaube, dass ich das doch abreißen muss. Ich muss es abreißen, damit das Fenster öffnen und dann rüber. Irgendwie. Let's do it. Ach so, gedrückt halten, oder was? Drücken, gedrückt halten, ach, drücken. Ach, das ging doch so. Hey, what the hell are you doing in there? Ich hab nichts gesagt. Nice job, Sean. Ja. Now the guard is awake and pissed off. Ja, gut, der hängt wahrscheinlich im Personalraum rum. Also erstmal schließen wieder. So. Dann Sicherung aufbrechen, genau. No way. I just called Joey. Don't want him to find me stepping over that window. Ja, es hat mich jetzt nur irritiert, wie lange er braucht. Patient call. Just gotta see what our boy needs. Good. I need a smoke break. Mm-hmm. Hey, that's your job. Go for it. Hey, there's my second favorite patient. Gotcha. You never stop working, Joey. I'm doing a double night shift. Diana's out with a flu, so lucky me. Yeah, I'm fried. But that sweet, sweet overtime. Sean, you look stressed. You feeling okay? Ja, alles super. Ich weiß, wo Daniel ist. Ich habe Kopfschmerzen. No. My fucking eye is killing me. My head hurts. Oh, that's not good. I can get you some painkillers. No, it's just I need some fresh air. Can we take a little walk? Trust me. I love that shit, but your friendly guard would bust us for crashing his smoke break. Listen, Joey, I need to get out of here. What? Come on, Sean. You know I can't let you do that. You know I'm on your side, man. I don't blame you for being scared. You're leaving tomorrow. But don't fuck around with this. You hear me? Vergiss es, ich bin unschuldig. Ich hab Angst. Joey, I'm so scared. I've never felt like this. Like, I'll be in jail for life, and I'll never see Daniel again. I can't do it, man. I hear you, man. I swear, that kills me to see you in that situation, Sean, but you really want me to help you break out of here. So what happens to me? I lose my job, go to jail. I have a girlfriend, a rent to pay, a future. Ja, das stimmt natürlich, klar. Es tut mir leid, keine Zukunft für mich. Sorry. I'm sorry, Joey. I was being selfish. I want to help my brother. It's all I can think about. He's 10 years old. And out there, all alone. He needs his big brother. Sean, I wish I could help you. I swear, but I can't do this. Joey, please. Look. It's not fair to ask me to give up my job and my life. Ja, ich finde, hat er recht. To maybe possibly help you escape? I know. I'm just desperate. Let's forget about this, okay? I'll do anything else I can to help. Now, I really gotta get back to my shift. I'm tired already. Aufgeben, Joey angreifen. Nein.
Nee, wir kommen hier irgendwie raus, auch ohne ihn. Ich kann den nicht angreifen, ernsthaft. So, oh, Decke. Good night, Doc. I fucking hate hospitals. Der Typ, der da sitzt und der Wärter ist, sagt, er hasst Krankenhäuser, er hat einen richtigen Job. Too bad this isn't a movie. Die einzige Option ist entweder, dass der Wachmann abhaut oder dass wir durchs Fenster rauskommen. Sicherung aufbrechen, ja. Ich hoffe, das ist nicht so laut. So, bevor wir da jetzt rausklettern, gucke ich mich noch einmal kurz um, dass ich auch wirklich nichts verpasst habe. Da war auch nichts und im Bad hier auch nicht, ne? Den Vorhang schließe ich mal einfach, ja, keine Ahnung, damit die nicht sofort sehen, dass das Fenster geöffnet ist. So, da war auch nichts. Was liegt denn da? Achso, das ist vom Stuhl. Okay, untersuchen, rausklettern. Ja, untersuch erstmal. Ach so, nee, das hatten wir ja. Ja, dann. This is Gracie, ja, dude. Das stimmt. Don't freak out. Just get out. Weitermachen, wieder reingehen. Wir machen weiter. Wieder reingehen. Achso, so kann ich weitermachen, alles klar. Don't think. Nee, nee. Just keep going. Das klappt schon. Ich bin ganz zuversichtlich. Holy shit. Okay. Oh. Take a breath, dude. Ja, wir haben es doch gleich. Aber jetzt kommen wir doch von hier überhaupt nicht rein, außer das Fenster ist zufällig geöffnet. Dann habe ich ja meinen Rucksack nicht. Aber ich habe drin keine andere Möglichkeit gesehen. Vielleicht kommen wir nur an den Rucksack, wenn wir den Joey angreifen. Vielleicht ist das jetzt einfach Pech. Way too close. Ach, guck, zufälligerweise eins geöffnet. Time to get my shit from the staff room. Ah, der sitzt vor der Tür. Okay. Guard is sleeping. This is your big chance, dude. Das ist Finn. No way.
What is he doing here? Aufwecken, flüchten. Ich will wissen, wie es dem geht. Der will dann bestimmt mitkommen. Vielleicht verrät er mich auch, aber... Ja, ich will wissen, was mit ihm ist. Finn! Finn! Hey! Over here! Holy fucking shit! No way! Sean, what the hell are you doing here? I'm trying to bail. Son of a bitch! I wish I knew you were here. Could have hooked up. Ja, genau. Shit. So, where's Daniel? Kann ich nicht sagen, in Nevada. Warum steht er nicht zur Option? Ich weiß es nicht. Ich vertraue ihm eigentlich, aber... Mm. I can't tell you, Finn, but I'm going to get him back. Good. Don't blame you for not trusting me anymore. My fault you're in here. Wie geht's dir? Auch in Schwierigkeiten. So, stupid question, but how are you doing? Well, you know, kind of sucks. No coconut drinks here. So, how bad is it? You're high. Let's say I still got one left. Sean. I know this doesn't mean shit to you now, but I am sorry. About everything. Du bist selbstsüchtig, viel zu einfach. Ich mach dir keinen Vorwurf. I don't blame you, Finn. You tried something. Even if it ended up being a mistake. I'll just have to make things right for good now. You're the man, Sean. I'm really gonna miss you. Oh, much love and respect. Always. I gotta go now. Take care of him. You're gonna find him, Sean. I trust you. So you should trust yourself too. Ey, der will nicht ernsthaft ein Auto klauen. Nee. Ach, was ein Zufall. Thank you.
Guess this is my room for the night. Ich fand das Intro mit der Musik jetzt total schön, muss ich sagen. Fuck. Was denn? My eyes itchy. Nein. I should probably clean it before I doze off. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Und er hat doch im Krankenhaus vorhin irgendwas eingesteckt. Vielleicht ein paar Schmerzmittel oder so. Aber gut, Licht ausschalten. Nee, das machen wir noch nicht. Guess I'm kind of lucky I stole a smoker's car. Shit. Oh. It will never hold until Haven Point. Also musste er noch nicht einmal tanken jetzt in der ganzen Zeit. What a mess. Floaters can now add Grand Theft Auto to my file. Da ist sonst nichts mehr. So, Visitenkarte, Kram des Besitzers, schauen wir uns gleich an. Rucksack, Karte. Okay. Haven Point is straight ahead. Just a few more hours drive. Warum ist er... Ach nee, wäre doch nicht kürzer gewesen. Ich habe gerade gedacht, warum ist er nicht oben rumgefahren, aber... Ja, okay. Gut. Wo sind wir denn... Jetzt ist gerade die Frage. Vielleicht da unten, ne? Seitlich von dem... Obwohl, nee, das ist wahrscheinlich eine Tankstelle. Ja, egal. Auf jeden Fall sind wir schon irgendwo, wo es ein bisschen nach Wüste aussieht. So, was ist mit der Visitenkarte? Warum liegt die hier so? Oh, come on. Ach so. Did you interview everyone in that hospital? Ach so, sie What? Hat ihm das gegeben, wem auch immer das Auto gehört. Ich hoffe übrigens nicht Joey. So, Kram des Besitzers. Wir werden es wahrscheinlich erfahren. Sorry, I stole your car, guys. Shit. Guess I fucked up her day pretty bad. Was? Zu erledigen. 8. Mai. 8.45 Uhr Kinder absetzen. 10 Uhr Nachuntersuchung im Krankenhaus. Mittag bis 13.30 Uhr. Mittag mit meinem Göttergatten. 14 Uhr Mrs. Kotz Röntgenbluttests. 15.30 Uhr Kinder abholen. 17 Uhr Nachtschicht. Okay, das war's soweit. So, Rucksack. Auge reinigen. Ja, erstmal anschauen. I don't even know how long I should keep on using this for. All right. Careful. Man, I should have listened to Joey. This is a mess. Ich wüsste ja immer noch gerne, ob der das komplett verloren hat. Also er hat ja vorhin zum Finn gesagt, ich hab noch eins. Von daher. So, Ansehen, Kram des Besitzers. Sollen wir das irgendwie wegräumen oder kann ich jetzt einfach das Licht ausmachen? Er hat doch jetzt auch gar kein Pflaster drüber gemacht. Oder doch? Doch, hat er.